Zurück zu North Crest Manor. Dorthin, wo alles begann. Wo? Ach, ich bin wieder vor dem Eingang. Ist das der gleiche Eingang, wo ich hergekommen bin? Ah, dieser Nebel. Ah, mich das erschrocken. Ich dachte, hier wird noch was passieren. Ah. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Naja, ab einem gewissen Punkt wurde ich dann so nervös, dass ich das einfach lieber alles schnell weg. Trotzdem war das Ziel 12. Ich habe nur 3 Kills gehabt? Echt? Nur 3 Verrückte erledigt? Wundert mich. 1 Stunde 50 Minuten. Die anstrengendsten 1 Stunde 50 in meiner Gamer-Geschichte der letzten Jahre. Garantiert. Okay. Ich bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Ich meine, das war schon cool, aber so langsam aber sicher. Meine Nerven waren schon zerrissen bis zum geht nicht mehr. Die folgende Nacht. Diesmal keine Woche später. Wenn der Baron Aaron hat, muss ich in North Crest Manor einbrechen, bevor es der Pöbel tut. Ich brauche Antworten. Machen wir. Na siehst du, hast du sogar schon ordentlich hier was zum Anschauen, haben wir was Schönes für dich zusammengesammelt. Ich hoffe, das reicht dir, mein lieber Garrett. Okay, rennen wir direkt raus. Jawohl. Oh, was ist denn das für ein Ladescreen? Geht da schon wirklich so viel ab da draußen? Die Revolution total im Gang, wie mir scheint. Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Ja! Ja! Ganz ehrlich, ich muss sagen, ein sehr netter Hinweis darauf und auch nochmal schön aufgezeigt. Hier werden Leute aufgehangen und während die Stadtwache hier noch regiert hat, wurden auch Leute aufgehangen. Das heißt, ich habe das zwar schon vorher gesagt in einem vorherigen Part, aber jetzt nochmal sehr schön aufgezeigt, egal wer an der Macht ist und egal was für eine Form von Gewalt es ist, sie wirkt sich auf alles genau gleich scheiße aus. Von den einen Machtbesessenen direkt zu den nächsten. Okay, ah, guck mal, da wird sogar direkt hier in den Kapiteln gezeigt. Leise bin ich gerade nicht unbedingt unterwegs als Phantom, wo mich noch niemand sehen konnte. Aber na gut. So, mir wurde gesagt, dass ich vielleicht die Quests, die direkt in der Nähe sind, vielleicht noch machen könnte. Machen wir das einfach mal und ich gucke direkt auf die Uhr, um zu gucken, wie viel Zeit es hier tatsächlich fressen wird. Ich lese erstmal kurz vor. Vor einiger Zeit wurde ein Maler in die Heilanstalt von Moira damit bin ich fertig, meine Freunde. Vorher war er gesund, danach so irre wie ein verwundeter Burrik. Er hat angefangen, seine Albträume zu malen, sich dann aber umgebracht und jetzt sind seine Gemälde richtig viel wert. Ich weiß, wo sich eines davon befindet. Hol es dir, damit wir von seiner plötzlichen Beliebtheit profitieren können. Okay. 23.24 Uhr habe ich. Mein Argument war, hey, wir machen diese Sachen jetzt gerade eher lieber nicht, weil sie zu viel Zeit fressen. Ihr würdet das aber gerne sehen, also mache ich das selbstverständlich. Also einige von euch. Das ist die Freiheit. Bei einigen Thief-Folgen kommen ja nur noch so 5 Kommentare. Ich spüre es. Sie brennt wie Orion. Deswegen. Ne? Deswegen ist jetzt hier nicht mehr unbedingt so die Party los. Dass ihr mir Tipps geben könntet. Hey, eine nackte Khajiit. Sehr schön. Das ist mal Kunst. Gemälde aus dem Albtraum. Gut, das ist von sicher ein Original. Von wegen Albtraum. Das kommt mir eher rüber wie hier, feuchter Traum von irgendeinem furry-orientierten, pubertären, wisst ihr Bescheid, Elder Scrolls-Zocker. Bisschen Story haben wir auch noch hier. Moira Entlassungsschreiben. Ach, wenn wir schon gerade eben in Moira waren. Hier. Auf der Rückseite dieses Gemäldes steht Kälte und Einsamkeit. Fühlen sich körperlich genau gleich an. Nicht nachlassender Druck und die Gleichgültigkeit der Welt.
Ein friedlicher Zustand. Ach, guck mal, das ist genau das Gleiche. Stimmt, das andere Tier haben wir auch mal eingesammelt. Auf der Rückseite steht, Würmer verwandeln selbst lebendige Erinnerungen zu Staub. Ein solcher Wurm sitzt in meinem Gehirn. Ich glaube, das bist du. Schön. Wundervoll. Hier, das hatten wir noch gefunden, oder? Genau, Entlassungsschreiben. Hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht. Oh. Und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Wie war das? Dann hat er sich umgebracht. Hat ja gut was gebracht. Wundervoll. Da haben wir sogar noch ein Schreiben. So. Gemäldebestellung. Wer wollte denn kaufen? Lord Abercrombie. Oh. Vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne 7 Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hahnenkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erkleckliche Summe Geldes wert. Oh, erschrecklich. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Waren wohl nicht sehr freundlich mit dem da drin. Gucken wir noch kurz, wo wir hier rauskommen und dann haben wir das ja erledigt. Diesen kleinen Seitenausflug, wenn er schon sowieso direkt nebendran war. Was ist aus dieser Stadt geworden? Kleine Info auch nochmal nebenbei. Ah, guck mal. Das hier, diese 5 Goldmünzen waren dieser eine Stelle hier draußen. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich irgendwie am Anfang des Let's Plays, ich habe das stark beschnitten, aber wo ich irgendwie eine halbe Stunde lang unterwegs war. Jesus. Fast eine halbe Stunde, gute 20 Minuten oder so waren das. War ich unterwegs, nur um an dieses glänzende Ding da ranzukommen. Und dann stellt sich heraus, dass es über einen anderen Weg viel leichter geht. So, okay. Also, jetzt. Jetzt machen wir wieder mit der Hauptquest weiter. Ich habe 4 Minuten dafür gebraucht, knapp 4 Minuten. Zusammen mit allen Nebensachen, die man vorlesen kann. Also seht ihr mal, eine Fünftelfolge hier. So. Spring. Ich fühle mich nicht besonders. Gerade aber gerade heißer. Gerade. Wollen wir dann rüber ins Burg? Hierhin. Upgrades brauchen wir gerade keine. Aber ein paar Pfeile würde ich gerne kaufen gehen. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das muss sein. So. Übrigens, ich habe, wie ihr sicherlich bemerkt habt, manchmal lasse ich die noch ausreden, wenn in den Untertiteln wieder angezeigt wird, wenn sich wieder irgendwo so ein Dialog abspielt. Schwestern, Hoffnungsfalle! Oh. Ihr wart überzeugt! Euer Glaube und euer Blut haben den Weg geebnet für eine bessere Zukunft! Jetzt müsst ihr sie euch nehmen! Die Götzen haben die Schlacht um die Stadt gewonnen! Aber eins bleibt noch. Wir müssen den Eisentyrann finden und den Todesstoß führen. Marschiert auf Northquest, Männer, Freunde. Es wird Zeit, den Baron endgültig zu stürzen. Findet den Baron. Der Northquest-Bastard muss sterben. Der Weg durch die Straßen ist frei. Orions Zeit ist gekommen. Okay, ich hab's begriffen. Hier, Basso, du bist ja wieder hier. Hallo. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Weißt du was? Du hast echt Mut, wenn du das machst. Das hast du mir schon am Anfang gesagt. Du hast echt Mut, wenn du das machst. Immer noch Mut. Das wird sich lohnen. Bin ich euer Mann? Sei vorsichtig. Kaution gibt's hier nicht. Irgendwas Neues hier? Neues Ding? Verrat! Aber, nee, doch nichts Neues. Okay. Dann lass mich... Gott, guckt euch mal hier die Karte hier am Rand an, wie viele Markierungen ich jetzt habe. Aber immer noch keine neue Hauptquest. Also, na gut, die gibt's auch nicht von Basso, sondern Hauptnebenquest, meine ich natürlich. Die gibt's immer von Hector oder von irgendwelchen anderen besonders aussehenden Typen. Irgendjemand von euch, der mit mir reden will? Nein? Okay. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ich weiß.
So, kaufen ein paar Breitkopfpfeile. Bischel zum Töte, gell? Feuerpfeile haben wir genug. Ich setze übrigens gleich fort, was ich vorher angefangen habe zu erzählen, so ein bisschen. Wasserpfeile stocken wir auch nochmal kurz auf Maximum auf. Stickungspfeile, zwei werden reichen. Seilpfeile, davon habe ich ordentlich was gebraucht letztens, nehmen wir mit. Stumpfe Pfeile auch, wer weiß, wann ich wieder irgendwelche Schalter drücken muss und die kosten eh nix. Werkzeuge und Upgrades, irgendwas? Immer noch keine neuen Werkzeuge, scheint tatsächlich nicht mehr zu geben. Leider Gottes, ja, ja. Dann haben wir tatsächlich hier nur solche Kleinigkeiten, die jetzt mir persönlich nicht so viel wert sind. Hauptsächlich Schadenszeug und so. Machen wir mehr Fokus, damit ich mehr blinzeln kann einfach. So. Mit einer Münze natürlich, macht Sinn. Und dann... Preis von Mohn ist mir gerade egal. Machen wir einfach mehr von dieser, ne? Kaufen uns so ein Nachthemd und dann können wir auch mehr aushalten. Macht Sinn. Okay. Dann haben wir jetzt einmal mehr Fokus und einmal mehr Gesundheit. Passt auf euch auf da draußen. Aber was ich vorhin noch zu Ende sprechen wollte, jetzt habe ich gerade ja den einen Typen fertig aussprechen lassen. Und ich wollte nämlich gerade sagen vorhin, dass ich hoffe selbstverständlich, dass ihr weiterhin noch die ganzen Gespräche am Lesen seid. In den Untertiteln, wenn mal wieder irgendjemand etwas sagt und vielleicht weiter entfernt ist. Oder selbst wenn es nicht weiter entfernt ist und trotzdem noch laut ist. Und ich dann drüber quatsche, weil ich will nicht jedes Mal aufhören zu reden, wenn das kommt. Weil hier schon so immer mal wieder Dialoge vorkommen. Und ich achte nicht immer drauf natürlich, ob da das Doppelte gesagt wird oder nicht. Und ich will dann nicht irgendwie, dass ihr das zum dritten oder vierten Mal die gleiche Sache da hört. Und ich dann schon wieder still bin und es durchlaufen lasse, obwohl ihr das schon längst kennt. Deswegen, wenn es mir zufällig auffällt, dass es neu ist, dann okay, können wir laufe lasse. Und ansonsten werde ich aber das einfach mal so hier schön überquatschen. Aber hier waren wir zwar schon in dem Haus, hier haben wir einmal so von diesem einen Kommandanten was gefunden. Wie es aussieht, sollen wir jetzt nochmal rein? Vielleicht gibt es irgendwo ein neues Schreiben, was uns auf die Story weiterhin hinweisen wird. Ich glaube, das Licht habe ich schon das letzte Mal angemacht. Ausgemacht, meine ich natürlich. Irgendjemand hat es wieder angemacht. Arznei gegen die Schwermut? Oh, das hatten wir noch nicht. Kann mir kaum das Lumpen ausleisten. Verrätertorbericht. Ermittlungen in Sachen mutwilliger Verunstaltung barönlichen Besitztums. Bekannte Unruhestifter wurden von der Wache in Gewahrsam genommen und verhört. Ach so, okay. Verunstaltung berühmlichen Besitztums geht weiter. Ermittlung mit... Ja, okay. Also die lehnen sich gegen den Baron immer weiter auf. Habe schon verstanden. In was für ein Viertel oder in was für eine Gasse will der mich führen? Dass er mich extra durch dieses Haus führt. Weg des Barons, Süd. Was haben wir nochmal hier? Da oben? Basso wieder. Aber nicht dort, wo ich gerade eben war, oder? Doch, macht Sinn, da ist auch der Händler. Ich bin gerade nur irgendwo anders hin unterwegs. Deaktiviere alle Fallen. Stil Opas. Das ist hier sogar auf diesem Höhenlevel. Das könnten wir sogar eigentlich machen. Was ist denn das? Meine Leute haben Ärger auf dem Weg des Barons. Ein Emporkömmling hat seinen Dachspeicher mit Privateigentum erklärt. Zum Privateigentum erklärt. Entschärfe seine Fallen und mache die Dächer wieder sicher. Mache die Dächer wieder sicher, ja. Huch. Ich dachte, hier werden Balken. Moment, ich gehe erstmal hier lang. Das ist ja der Weg des Barons. Warum heißt er so? Ach, das ist da hinten oben, wisst ihr was? Ja, selbst dafür, dass wirklich... Da geht man nur rein... Dann löst man alle Fallen auf und was sagt dann einem das Spiel? Ja, hast du super gemacht. Und dann kriegst du ein bisschen Gold, ohne irgendeinen Dialog, ohne gar nichts und dann hat sich das erledigt. Deswegen werde ich das jetzt nicht unbedingt machen, aber wie zur Hölle komme ich hier runter? Vielleicht irgendwie auf das Fass hier? Möglichst ja, ohne mir die Haxen zu brechen. Ich fühle mich nicht besonders.
Oh, hier sind viele von diesen. Jupp, hier brennt's schon. So viel zum Thema, wir müssen vor ihnen ankommen. In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann, nur aus den falschen Gründen. Ja, so kann man das echt sagen, mein Freund. Komm ich hier irgendwie? Nee, ich sehe hier gerade oben keinen anderen Pfad, den ich entlang gehen könnte. Orion wird uns alle retten. Oh ja. Total. Orion wird uns alle retten. Ich habe vorhin noch Aufträge für Orion gemacht und jetzt werden mich seine Typen einfach dissen. Oh, are you kidding me? Endlich! Götzen sind schon auf der Brücke. Ich werde Northcrest Manor wohl nicht viel Zeit haben, obwohl sie dort fertig sind. Ich werde Northcrest Manor wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Ah. Fuck! Oh man, really? Komm zurück! Wie konnte er einfach so verschwinden? So, so macht man das. Ich wollte gerade eben schon wieder neu laden, aber... ja. Sie waren wohl zu nah dran. Ich habe nämlich extra vorhin nochmal abgebrochen, weil ich nicht wusste, ob er vielleicht noch mehr erzählen will, der Garrett. Deswegen habe ich gerade eben riskiert zu sterben, aber okay. Müssen wir uns gleich mal heilen, wenn wir wieder drüben sind. Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Oh ja, das musst du, mein Freund. So müde. Aber zuerst... Nom nom nom. Ein bisschen geheilt. Sollte jetzt so gut sein. Und dann... Es wurde zwar vorhin gerade erst gespeichert, aber ich tue es lieber nochmal. Just in case. So. Und ein Quick Save. Und jetzt sind wir auf der sicheren Weite... Auf der sicheren Seite im nächsten Kapitel. So, jetzt eine kleine andere Sache. Ja, die Steuerungstaste war die Taste mit extrem leise Vorgehen. Ach, das hätte ich sogar bei diesen Viechern machen können. Oh, was geht da hinten mit dem Baum? Bei den Viechern, wenn ich mich durchs Wasser schleichen wollte, dann hätte ich ganz einfach mit der Steuerungstaste das bestimmt machen können. Okay, dann Zusatzziele einfach so zum Spaß. Falls ich Lust drauf hätte, das zu machen. Entschärfe 5 Fallen, 10 Kills. Achso, einfach für alle. Für alle, die Lust drauf haben. Entschärfe 5 Fallen, ja. Also, ich mache einfach ganz normal weiter, so wie ich auch sonst weitermachen würde. Und ich würde sagen, lesen wir erstmal kurz so die Einleitung in dieses neue Kapitel durch. Es wird Zeit, den Baron in Northcrest Manor aufzusuchen, um diese Sache ein für alle Mal zu klären. Der eiserne Anführer der Stadt hat Erin nach den Unruhen aus der Heilanstalt geholt. Womöglich ist sie also noch in seinem Anwesen in Aldale, jenseits der Brücke. So wie die Götzen lautstark seinen Kopf fordern, wird er wohl kaum den Morgen erleben. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Götzen Erin nicht gleich mit umbringen. Wie es aussieht. Ach, guck mal. Gucken wir einfach mal schön kurz, was für einen Überblick wir hier bekommen. Das ist hier zwar eine Plattform, aber... Ah ja, ein Hund. Ich habe Hunde zu hassen gelernt. Da kann ich auch hochklettern. Wisst ihr was? Wozu habe ich die Dinger gekauft? Was war das für ein Geräusch? Nichts. Komm raus, Götze. Ich befehle es dir. Ach, komm raus, Götze! Die Stadtwachen haben wir wieder hier, hey! Ich höre Dinge. Das ist alles. So, da steht da. Jetzt bitte einmal wieder weggehen, mein Freund. Damit ich hier weitermachen kann. Ich hoffe sehr, dass hier nicht noch irgendwo ein anderer Typ war. So, du leg dich mal zu deinem Hund hier schlafen. Das macht dir fein.
Und dann, oh, warte mal. Ach nee, okay, es gibt kein Ziel, keine K.O.-Schläge. Ich wollte nur mal gucken, ob ein Hund auch zu K.O.-Schlägen zählt. Also, ich nehme einfach mal an. Upp. Was haben wir da? Oh, Ohrringe, guck mal. Guter Fund. Großer Rußfleck. Dass sowas einen Wert hat? Okay. Ja. Für meinen Geschmack habe ich hier genug erkundet. Zack. Oh oh. Da hinten bewegen sich Wachen. Wisst ihr was? Das ist wahrscheinlich zwar unnötig, aber ich möchte einfach wie immer hier so einen kleinen Rückweg bereit haben. Ach, hier ist sogar ein Schrank zum Verstecken. Okay. Ah, hier waren wir mal ganz am Anfang, oder? Wurfobjekte haben wir noch? Ich habe leider vergessen, mit was für einer Taste man die Teile werfen kann. Wenn etwas über die Mauer kommt, verpasst ihm einen Bolzen. Bewacht diese Gärten mit Argusaugen. Wenn eine Maus furzt, will ich es wissen. Yes, Sir. Jo! Wieso will er wissen, wenn eine Maus furzt? Das ist ekelhaft. Bevor ich da irgendwo reinmarschiere, lasst uns noch kurz hier ein bisschen näher umschauen. So hungrig. Ist da ein Gitter oder kann ich da durch? Seht ihr das? Nee, Gitter. Da drüben ist auch ein Gitter, okay. Da wollte ich mich nur kurz nochmal versichern. Komme ich da rüber? Ohne entdeckt zu werden, versteht sich. Oh, wow. Das sind schon so einige. Wir haben sie unterschätzt und jetzt bezahlen wir dafür. Ich habe das Gefühl, dass das Eindringen ins Gebäude nicht mal die halbe Miete sein wird. Oh, wenn ich wollte, könnte ich den wahrscheinlich da anzünden, oder? Weil du nicht zählen kannst. Das ist doch wieder dieses Öl. Scheiße, wenn ich Grips hätte, wäre ich wohl kaum hier. Aber es ist mir gerade zu riskant. Ich möchte mich mal ein bisschen diebischer bewegen und vor allem, wenn ich den hier anzünde, dann habe ich wirklich die ganze Fraktion hier direkt an meinen Eiern. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich habe... Oh, shit. Ich habe relativ selten Lust, irgendwie jemanden allgemein direkt an meinen Eiern zu haben. Und jetzt würde ich sagen, haben wir genug davon, über irgendwelche Eier zu reden. Okay. Die Götzen sind irgendwo da draußen. So. Hier kann ich irgendwas aktivieren. Ich schaue gleich mal. Ich habe das Gefühl, dass es wieder so eine Brunnengeschichte sein wird. Zack, alles dunkel. Ein goldenes Zahnrad. Ein güldenes Zahnrad. Ist hier etwas? Nee, nur Mauer. Okay. Nur für den Fall, dass sie gerade hier eine Wache postiert haben. Oder hätten. Ach, damit kann ich vielleicht auch den Brunnen ausmachen und irgendwelche Wachen so von ihren Posten abbringen. Eventuell. Hier ist auch noch ein Schrank zum Verstecken. Nur für den Fall. Okay, probieren wir das einfach mal aus. Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann. Verdammte Stadt. Oh, der Brunnen ist aus. Gut. Das Plätschern hat mich ohnehin wahnsinnig gemacht. Vergiss den Brunnen. Behalte die Mauern im Auge. Ich muss schlafen. Hier war ich ja gerade eben. Mach ich den Lärm? Ach, tatsächlich, ist noch ein bisschen Restwasser. Mir ist kalt. Ganz langsam. Die Frage ist, hat das jetzt irgendetwas gebracht? Wir haben sie unterschätzt und jetzt bezahlen wir dafür.
glaube fast, nö. Ach, ich dachte, es wäre eine Kiste, ist nur eine Vase. Hier haben ein paar Taschen, einfach nur ein Wurfobjekt als Kelch. Ach, wisst ihr was? Da hinten ist noch irgendein Wurfobjekt. Das ist es mir gerade einfach überhaupt mal nicht wert. Okay. Bei Rocks Zähnen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da stand einer direkt an der Treppe. Bei dem Aufgang da drüben. Probieren wir mal diesen Aufgang. Die Straßen sind so ruhig. Ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden gesehen. Du solltest dir ganz sicher sein. Andernfalls bleib, wo du bist. Galt das jetzt als entdeckt eigentlich? Nein, okay. Ich habe sie nur auf mich aufmerksam gemacht, aber ich habe sie nicht sauer gemacht. Der Baron wird diese Nacht überleben. Also, diese Seite hier ist deutlich dunkler als die andere. Ja, dann würde ich doch mal sagen, probieren wir es von der Seite und ich werde mal ganz frech. Die wollen das bestimmt wieder neu entzünden, aber mal einfach hier, ne? So. Oh man, da kommt wieder der Typ. So. Zündest du das wieder an? Das ist hier die Frage. Nein, tust du nicht. Okay, gut zu wissen. Dann habe ich vor dir schon mal meine Ruhe hier. Dem scheint es ja egal zu sein. Mein Plan ist jetzt, direkt hinter ihm zu bleiben und dann schnell rechts ums Eck. Genau so, meine Freunde. Und jetzt muss ich tatsächlich noch mal kurz auf K. Dammit. So, okay. Wieder zurück. Ich weiß nicht, hatte ich gespeichert? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal hier so weiter. Verdammt kalt heute Nacht. Oh. Verdammt, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll heute Nacht wohl eher. Huch. Also hier ist nichts, es ist nur so ein kleines... Ach, da ist der Typ, okay, sehr gut. Nach dir habe ich gesucht, mein Freund. Ich bin fast dort, aber hier ist überall Licht. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Ja, das stimmt, aber jetzt... Kann ich mich irgendwo hochziehen? Nope. Okay. Mist. Oh oh. Jetzt kommt der schon wieder. Oh man. Hallo. Ich mach hier nur Urlaub. Oh Gott, der guckt fast in meine Richtung. Vielleicht von der anderen Seite mal gucken? Ah ja, guck mal. Rechts war nur so eine kleine... so eine kleine Nische fast schon. Und hier haben wir direkt einen ganzen anderen Gang. Sehr gut. Immer schön flauschig bleiben. Also zumindest mag ich es sehr, wenn es unter meinen Füßen flauschig ist. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Nice. Ich hasse Trockenfleisch. Muss ich echt den ganzen Weg irgendwie außen rumlaufen? Wo warst du denn? Der Hauptmann kastriert dich, wenn er merkt, dass du weg warst. Hallo? Das ist doch nur ein Flachmann. Oh oh.